Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, ich begrüße Sie hier ganz herzlich von Unterwasser, direkt aus dem Vogelpark Waldfriede. Mein Name ist Leon Dagabo und an meiner Seite, direkt hinter mir gerade, ebenfalls jetzt mit dem Taucheranzug, meine Freundin und Partnerin im Koop Asgard 86, a.k.a. Leon Dagabina. Mäuschen, wie geht's dir? Ja, ganz gut, und dir? Blenden. Schönen Fuß, den du da hast. Du hast wirklich schöne Beine. Yeah. Okay, ja, wir laufen das hier nochmal alles ab. Wir wissen, wir waren hier schon mal, aber nachdem wir unseren Safe Game gerettet haben, nach dem Wiederinstandsetzen vom Gaming-Rechner meiner Freundin, ist der Safe Game flöten gegangen. Und wir sind froh, dass wir überhaupt hier weiterspielen konnten. Bloß einige Sachen müssten wir nochmal machen. Und da sind wir gerade dabei. Aber direkt danach. Nachdem wir hier durch dieses Tor gegangen sind, kommt nur noch neuer Content. Dann haben wir alles nachgeholt, was wir in den bisherigen 100 Stunden The Forest erledigt haben. Ja, gelle, wisst ihr Bescheid, ne? Ansonsten natürlich gelle. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank für euren Support. In Form von Likes, Kommentaren, doch allen voran für ihre, für eure, für deine Aufmerksamkeit. Schalalalala, los geht's. Aber ich warte noch, bis mein Fisch hier fertig ist. Warum ist der diesmal nicht instant fertig? Verstehe ich gerade nicht, weil der war eigentlich getrocknet. Hier liegt auch ein Fisch jetzt drin. Jetzt kann ich ihn essen. Oh, lecker. Lecker Schmecker. Lecker und decker. Doch, der ist frisch. Sollen wir die Steine mitnehmen, oder? Ah, wir sollten Steine rauflegen. Los, komm, mein Schatz. Hier haben wir immer viel zu tun. Ich mach auch kurz mal Fische Grill. Komm. Genau, hier war das Amischdorf. Kannst du die Sachen wieder aufheben? Ich check mal ganz kurz, was du noch aufheben musst. Und dann sind wir hier schon direkt fertig. Ist hier ein Feuer? Eigentlich müsste hier ein Feuer sein. Ich will doch kurz meinen Fisch essen. Mach das. Jetzt. Nom. Also es war nicht 100% Amisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Amisch Leuchtfackeln haben. Hier ist einmal Muschiklaus als Bild, mein Engel. Die bessere Axt, hast du die schon? Ich muss gucken. Die rostige Axt, ich bin hier drüben. Hier drüben! Ja, na, ich schaue immer noch in den Kleinigkeiten hier mit, da ich wirklich gar nichts verpasse. So, das war die Bibel. Ich hab die Holy Bibel. Voll cool. Ich hab Limestone. Die Bibel konntest du aufnehmen? Ja. War das wieder war das ein magischer Moment, der untermalt wurde mit cooler Musik? Mit epischer Musik? Ja. Das probiere ich doch gleich nochmal aus hier. No. So viele Bibel. Ich hab 3 Stück auf meiner Mütze. Was ist denn hier los? Hängt dein Spiel fest? Nein, ich glaub nicht! Was ist denn jetzt passiert? Ich hab auf Leuchtfackel gedrückt, hab auch das Geräusch gehabt, aber er hat die Bibel in die Hand genommen. Ah, nicht schlecht. Ich erhelle den Raum mit der heiligen Bibel, mit der heiligen Schrift. Das wäre doch mal was. So, hier Sitt trinken. Können wir hier speichern bei den... Nee. Können wir nicht. Ja, irgendwo war was, glaube ich. Nee, mit den Zelten kann man, glaube ich, nicht speichern. Also so, die Leuchtfackeln könnten wirklich ein bisschen länger brennen. Ja. Ich glaube, in echt würden die auch länger brennen. Ich glaube, wir können weiter tauchen hier. Ich muss jetzt ganz kurz, du hast gesagt, hier war irgendwo. Genau, Muschiklaus. Muschiklaus ist hier. Hier bei mir. Hier muss er rumliegen. Da. Und die Axt, falls du sie noch nicht hast, mein Schatz. Rostige Axt, sagt er. Moment. Nein, die hatte ich noch nicht. Rostige. Okay, cool. Moderne, rostige und die Flugzeugaxt haben wir jetzt. Sehr geil. Ja, das war. Was kann die denn? Die kann besser blocken. Und ist. Ist aber auch nicht schneller, wa? Nee, am besten ist immer noch jetzt gerade die moderne Axt. So, ich hab jetzt... Ah, siehst du, jetzt kann ich die Taucherflasche nehmen. Sehr schön. Kann ich die denn nicht tunen, bitte?
Warum kann ich denn meine Axt gerade nicht tunen? Ich weiß nicht. Hast du nicht genug mehr davon dabei? Doch, doch, ich hab alles. Ja, puh, Pustekuchen, wa? Mm-mm. Ist gerade nicht tunbar. Naja, gut, muss ich mich mit abfinden. Das hält nur gerade meinen ganz persönlichen Energieflow auf. Deswegen widme ich mich jetzt anderen Sachen. Taucheranzug ist an. Los geht's. Yeah. Oh, oh, hier liegt noch was. Eine Bibel. Auch unter Wasser. Niemals den Glauben außer Acht lassen. Ist eine Falle verloren da. Jetzt dürfen wir nicht die Orientierung verlieren. Ah, ich weiß, wo wir dann wieder rauskommen am See. Cool. Stimmt. Jawohl. Hä? Warum bist du denn so viel schneller als ich? Wie damals beim Bärenrace in Ark. Du ziehst einfach an mir vorbei. Wie hast du das bitte gemacht? Weiß nicht. Ich bin jetzt doch gerade einfach mal kurz schnell unterwegs. Ah, hier ist das Seil. Ist hier eventuell noch eine Abzweigung? Eventuell eine Abzweigung. Alles mitnehmen. Kurz aufwärmen. Wir brauchen ein Aufwärmfeuer. Dum, dum, dum. Yay! Dum. So, die Unterwasserhöhle. Gut. Finde einen Weg in den Kessel. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Da müsste man mal finden. Erkunde tote Höhle. Die haben wir noch nicht fertig. Wo war die? Ich weiß nicht. Ich glaube, die war im Schneegebiet oder so. Da sind auch da oben rechts. Da muss noch irgendeine Höhle sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier im Nordosten, dass da gar keine Höhle ist. Wir müssen einfach mal Richtung Nordosten ziehen. Ruhig auch ins Schneegebiet und dann gehen wir da mal in eine Höhle rein, in den Eingang, den wir da finden. Aber erstmal hier raus. Und dann gehen wir tauchen, da wo du tauchen wolltest, bei dem Anker. Einfach mal da probieren. Da soll ein Schiff sein, sagst du. Ein gekentertes oder wie? Nein, wir haben ein verlassenes Schiff gefunden, das kennen wir schon. Ja. Aber bei dem Anker, ich weiß ja nicht, ob man da vielleicht noch irgendwas anderes findet. Okay. So, wir werden es ausprobieren. Ach, guck mal. Hallo, Essen und ein Bild. La Riegel. Das Bild kenne ich schon. Das habe ich schon. Habe ich offensichtlich schon bekommen. So, hier ist die nächste Höhle. Okay. So. War das nicht das, was jetzt so komisch war? Glaube ich. Ja, irgendwo ist hier eine Abzweigung noch, aber da geht's nicht wirklich weiter. Wir müssten oben durch den Schlitz. Ah. Ja, Tatsache. Und hier ist der See dann. Wo wir bei dem komischen Boot rauskommen. Ich glaube, das ist unsere alte Seebase hier. Also, wir hatten nochmal eine Basis am See gehabt. Die dann verschwunden ist nach dem Safe Game Debakel. Oh oh. Nee, alles ist cool. Alles ist cool. Juhu, ich bin draußen. Freude. Ist da oben irgendwas? Man kann da hochklettern. Nee, man kann es einfach nur gucken. Nice. Okay, dann machen wir jetzt. Dann bewegen wir uns direkten Weges dann zum Anker. Vor allem die Fische sehen hier unter Wasser ganz lustig aus. Oh, oh, sehr schön. Hier kann ich meinen Topf zumindest schon mal voll machen. Aber wobei, ich habe ja sauberes Wasser. Ich brauche gar nichts auffüllen. Das schlechte Fleisch behalte ich für den Eintopf. Da ist es nämlich egal. Okay. Für einen eventuellen Eintopf. Aber nee, schön, dass es jetzt endlich ein bisschen geklappt hat. Es geht voran. Wir haben maximale Schadensbegrenzung haben wir betrieben. Ich gehe jetzt hier mal kurz speichern. Yay! Können noch ein paar Fische hier aufhängen eigentlich.
Fische, Fische, Fische. Ich mache jetzt meinen Speierplatz 1 damit wieder voll dann. Weil wir werden hier sicherlich noch ein paar Mal lang laufen. So. Sag. Taucherausrüstung aus. Speer raus. Ula. Ja, stimmt, das könnte man machen. So. Lightning aus. Das war ablenken. So. Einfach fürs nächste Mal drei Fische daran hängen. Zukunfts-Leo wird's mir dann danken. Manchmal muss man ein bisschen länger warten, dann ploppen die Fische auf einmal aus dem Nichts auf. Ganz komische. Wirklich ganz komische. Aber ich sehe noch gar keine. Die sind hin und wieder ein bisschen buggy. Was war das denn jetzt gerade? Hier waren so sympathische Hase irgendwie. Ist ins Wasser gerannt. Hallo Fische. Da sind sie. Da sind sie. Na, kommt der hierher? Seid ihr solche Fische? Und jetzt sind sie wieder weg. Nein! Egal, wenn nicht, lassen wir die Fische Fische sein. Heute ist kein Tag zum Angeln. Heute lassen sich die Fische einfach nicht blicken. Doch, da hinten. Hier bei mir. Jo. Hi. Hi. Na, zu weit. Ja, manchmal muss man ganz komisch dastehen. Okay, ich hab 3. Fushi, Fushi, Fushi. Das ja, kommt. Wo bist du denn? Hast du 3? Nein, noch nicht. Wir fehlen 2 noch. Alle guten Dinge ist 1. Was? Bitte? Hat sie das jetzt wirklich gesagt? Ja. So, alle guten Dinge sind 2 und jetzt fehlt mir nur noch Nummer 3. Eine Fisch. Lizard. Du kleine Ratte, du. Was soll denn der Kack hier? Da, 3 Fische. Wunderbar. Oh, Bambi, 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 Bambi. Juhu! Ich habe ein Reh. Schade, ich kann kein Rehfell mehr tragen. Aber ich habe dafür viel Fleisch gesammelt. Cool. Ich habe hier Memory-Tasten an meiner Maus. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Stück sogar, wow. 8 Memory-Tasten, die kann ich programmieren, wenn ich möchte. Und mir fällt gerade nichts Besseres eigentlich damit ein, als die... Ey, hier ist ein Eingeborener, als die auf meinen Klickbedarf in Forest zu programmieren. Zum Beispiel, wenn ich eine Rüstung baue, 8 Blätter oder so, dass er die dann automatisch 8-mal hinzufügt, wenn ich darauf drücke. Aber ich glaube, das ist einfach zu aufwendig. Und dann viel zu spezifisch. Wenn man das dann halt nur darauf auslegt. Egal. So einen leckeren Neguan, bitte. Ach, ich hatte nur einen. Okay, der war noch frisch. Ey, sag mal, spinnst du? Nippeltante, du? Ich bin bewaffnet. Ich habe einen Katana. Aha. Du hast einen Kumpel angeworfen. Bist du? Okay. Halt, der kann ja dann mal seine mit Feuer spielen. Wenn man es nicht halten kann. Ja, es war. Ich will jetzt aber nicht auf Knochen warten. Aber ich komme zu dir, ich helfe dir. Wo ist denn der Lego, den ich hier gerade gesehen habe? Die sind aber auch schnell immer verschwunden. Oh, vorsichtig hinter dir.
Vorsichtig. Der wirft mit brennenden Tennisbällen. Ich mit Feuer spielen. Ninja! Komm schon. Oh, das war ich, danke. Ja, Kollateralschaden. Nochmal drauf einhacken. Dann stehen die nochmal auf. Oh Mensch, es lohnt sich ja fast schon wieder mit den Knochen. Was soll denn das? Es kommen immer 1 Million Sachen dazu. Ich hol die andere, ich hol die Tante hier nochmal her. Ula! Einmal Scherzmittel bitte, damit das Leben wieder nach oben geht. damit die Lebensfreude wieder nach oben geht. Juhu! Ja! Would you take my joy? Yay! Oh. Ja. Take a joy from me! Ja. Das ist ein tolles Spiel, soll sich gut entwickelt haben, habe ich gehört. Hat jetzt auch eine schöne Story, also eine annehmbare Story. Wahrscheinlich so gut wie die Story von Everspace. Die ist okay. Die ist in so Comic-Panels, in so animierten Comic-Panels erklärt. Finde ich ganz in Ordnung. Könnt ihr auch mal reingucken. Wobei, wenn die Folge Forest rauskommt, habe ich wahrscheinlich schon durch mit Everspace. Aber war ganz cool. Meine erste Aufnahme gestern. So, ich muss jetzt hier das Fleisch anhängen. 4 Stück. Boah. Boah, die haben mir meine ganze Dings runtergehauen und die Schweinebande. Armes Baby, armes Baby. Mein Vogel! Wieder die super depressive Musik hier gerade im Hintergrund. Hey, ist schon herbstlich genug, ist gut jetzt. Jetzt reiß dich zusammen. Zufallsgenerator meines Media Players. Reiß dich zusammen, aber wirklich. Ach, jetzt habe ich den Sprung versaut. Von Stein zu Stein. Jetzt werde ich gerade fragen, was machst du? Achso, du machst Menschenmatsch. Ja, ganz kurz, das lohnt sich doch, oder? Ja. Na, dann habe ich auch wieder ein bisschen Rüstung. Jetzt habe ich 5 durch die letzten Knochen, die ich noch hatte. Alles klar. So, ich kann noch ein paar Fische kann ich holen. Ah ja, ich sollte mich mal kurz waschen, genau. Was habe ich denn eigentlich auf der 4? Was habe ich denn eigentlich auf der 4? Bei mir ist es Katana auf der 4. Auf der 1 die Axt, auf der 2 drei der Bogen, Speer, 4 ist die Axt und die Bogen. Axt benutze ich so gut wie nie. Deswegen kann ich eigentlich theoretisch den Speer doch auf die 4 machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Den Speer auf die 4. Das lohnt sich, weil ich hätte jetzt nämlich ganz schnell noch, solange die hier verbrennen, hätte ich einfach noch ein paar Fische geholt. Okay, schade, dass man mit dem Katana kein Harz sammeln kann. Ja, aber naja, dann hackst du halt ein bisschen mit der Axt rum und dann ist auch cool. Ah, ich bin voll. Welche hab ich denn jetzt? Meine ganzen Äxte haben keine Dings mehr. Keine Zähne? Die schlagen sich doch ab nach der Zeit. Ja. Ist alles weg. So, Geschwindigkeit. Wie war denn das? Geschwindigkeit war fetter. Fetter. Na gut. So, und was war das noch? Ein bisschen Harz? Das ist die Kante hier. Es ist einfach diese Kante. Ich wollte hier so einen schönen Overjump machen. Aber wenn ich hier zu schnell drüber laufe, dann gibt es einen kurzen kleinen Sprung. Also ein... Die Fallhöhe ist sehr gering, aber dann kann ich hier nicht noch vernünftig abspringen. Deswegen lande ich immer da in der Mitte. Finde ich nicht so cool. Ula! Okay. Ula. Lizard. Alles cool. Alles cool. Ich habe hier gerade einen Drive. Den Flow wieder entdeckt. Hey! Weiter. So, da liegen noch ein paar Knochen, mein Schatz. Wie bitte? Da liegen noch Knochen. Juhu, dankeschön. So.
Ding. Was ist jetzt mit der Axt? So ein bisschen da irgendwie so halt. So, so ich sitze immer, also meine da? Priorität ganz klar bei der Rüstung ist, also meine Reihenfolge ist von unten nach oben jetzt. Die Eidechsenrüstung, dann die Knochenrüstung, dann die Mutantenrüstung. Also ich lege jetzt nicht so viel Wert auf Tarnung hier in dem Spiel. Es hat sich noch nicht so angefühlt, als ob das wirklich was bringen würde. Außerdem ist es irgendwie auch nicht erträglich, wenn man dann, wenn man sich irgendwie eine Minute lang oder sowas im Gestrüpp verstecken muss. Da hacke ich doch lieber los. Los, komm, mein Schatz. Wir müssen weiter. Stimmt, wir wollten einmal zum Dings. Wir wollten einmal zum... Ist ein kleiner Fußweg. Ist ein kleiner Fußweg, aber... Im Prinzip ist die Karte ja auch nicht so groß. Wir müssen nach Süden. Falsche Richtung. Nee, doch, ist in Ordnung. Komm mit. Ich bin noch kurz gleich abhängen. Alles klar. Mal speichern. So. Okay, genau, wenn wir das nächste Mal hier langlaufen haben, gibt es ein Festmahl. Oh, hier ist so eine hohe Echse. Ah, oh, schade. Tag 1 überschreiben. Ja, ich will überschreiben. Danke, tschüss. Die sind alle roh, ne? Verdammt. Ja, außer der. Das hier ist. Achso, das ist schlecht. Also, was ist schlecht? Das da, oder? Nein, ist nicht schlecht. Der ist nur dreckig, der Fisch. Der ist so frisch, frischer geht's nicht. Das nein, kommt... nicht der Fisch, sondern der Lurch und nee, der Lurch ist auch cool. Achso, doch, das eine Fleisch ist hier schlecht. Das nehme ich für einen Eintopf. Lass hängen. Abhängen? Wir müssen hier einmal ein Stückchen rum, um die Kurve hier rum, und dann Richtung Süden einbiegen. Danke. Tada. Hast du Energiemix dabei, dass du durchrennen kannst? Muss ich mal kurz schauen. Energiemix. Energiemischung plus. Dann nehmen wir das mal. Na, nee, nicht jetzt. Erst, wenn du leer gelaufen bist. Ich war fast leer. Na gut, dann weiter. Dann geht's weiter, direkt. Die Speederbikes wie in Star Wars. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der beste Star Wars aller Zeiten. Jetzt hab ich's gesagt. Die Ewoks sind schon cool, finde ich. Ja, die sind voll süß. Ja. Die fetzen und die können auch die Pumps machen. Das stimmt. Die haben den Chicken Walker zerstört. Mit Baumstämmen. Dieser volle Verlobte. Ja, einen AT-ST. Man könnte ihn auch den Schnellreisemix nennen. Oh, was ist das denn da bitte? Das Floß. Da hab ich ja angefangen zu bauen. Aber da war ich nicht dabei. Nein, warst du auch nicht bei. Du hattest es dir gewünscht. Ich höre. So, du hättest es dir gewünscht. Hier ist der Haken. Da ist ein kleines Floß und ein großes. Schön. Guten Tag. Wie fährt man denn damit? Geht das hier überhaupt noch oder ist es eingeklemmt? Nein, es geht. Vorsicht, irre. Ich dreh mich hier nur im Kreis. Wie fahre ich denn damit vorwärts? Es fährt nicht. Doch. Nein. Doch. Es dreht sich nur. Achso, ich muss linke Maustaste drücken. Meine Damen und Herren. I'm so sorry. Bitte nimm mich mit. Let's go. Bitte nimm mich mit. Hui. Guten Tag. Eine Seefahrt, die ist lustig. Da hinten. Wohin müssen wir? Die Insel. Die Insel, alles klar. Wollen wir mal auf die Insel einfach? Na, aber. Ich dachte, hier gibt's was bei dem Anker. Ich weiß nicht. Da können wir danach noch hin, aber ich bin mal da raus. Alles klar, machen wir. Warte. So, crouchen. Crouchen ist angesagt. Ich kuschel am
Am Baum. Bei der untergehenden Sonne neben dir. Cool. Könnte, glaube ich, hinhauen, so ein bisschen, weil sie geht unter zumindest. Ja, stimmt. Sie nähert sich mehr und mehr dem Horizont. Vielleicht können wir da irgendwas zum Kadabum machen. Zum Badakadabum. Irgendeine Insel gab es auf jeden Fall, wo wir noch was sprengen mussten. Was ist das hier vorne? Koralle. Koralle? Wow. Voll fette. Ich würde auch gleich schlafen, würde ich sagen. Damit wir Licht haben. Ich brauche Stöcker, Stöcker, Stöcker. Hast du Stöcker? Yeah. Immer. Speichern. Ha. Gleich schlafen. Speicheln. Ich mach das nicht mehr. Man sieht gar nichts nachts. Das ist auch der Sinn der Nacht, glaube ich. Okay. Wenn jetzt so mitten in der Nacht auf mich wacht. Hä? Und jetzt können wir nicht mehr schlafen, ne? Ich weiß nicht. Ich baue jetzt nicht noch eins. Hey, das gibt's ja nicht. Aber oh, Schildkröte. Schildkröte. Nimm ich mit. Aber oh, oh. Glückstreffer. Direkt in den Kopf stechen mit dem Speer, das hilft. Oh, hier sind viele Schildkröten. Kann man sich merken. Man kann leider nur eine mitnehmen. Ja. Gibt's hier was zum Sprengen? Sieht nicht danach aus. Weiß nicht, müssen wir mal rumsuchen. Also ich sehe nichts. Vielleicht finden wir es ja noch. Ich sehe nichts. Nothing. Nothing is impossible. Nothing. Ula. Matcha Pula. So. Ne, können wir weiter. Einmal komplett alles durch. Zurück zum Anker. Das ist das Letzte, was wir heute noch machen. Okay. Das Letzte! Wo ist denn unser Floß? Muss doch hier sein. Hier vorne irgendwo. Da ist es. Ja, ich hab's. Folge meinem Namen, Schatz. Okay. Oh cool, man kriegt auch Fleisch von der Schildkröte. Was kriegt man? Fleisch. Fleisch. Ja, wie komme ich denn hier hoch? So. Spring. Klingt komisch, ist aber. Ja, ist wirklich so. Ist wahr. Jetzt ist ein bisschen dunkel, aber das macht ja nichts. Da ist der heilige Baum, der aus irgendwelchen mysteriösen Gründen ein bisschen heller erleuchtet ist als alles andere. Vielleicht ist da oben ein Solarspot oder sowas. So eine kleine Gartenlaterne. Wow. Die ist... Oh, wow. Bringt ja echt viel. Aber guck mal, du konntest bis zu den Felsen kannst du leuchten. Das ist schon nicht doof. Das sind übrigens zwei heilige Bäume, mein Schatz. Das sind zwei heilige Bäume. Einmal auf der rechten Seite, auf dem Cliff, wo wir vor einer Folge waren. Und hier ist noch einer. Ist da vielleicht auch was zum Sprengen? Aber ich kann nicht mit der Taschenlampe so weit denken. Also ich sehe einen Lichtschein bis ans Ufer, mein Schatz, von dir. Was ich übrigens auch für eine technische Meisterleistung halte, weil, naja, es ist dein Lichtschein und mir wird er angezahlt. Weiß nicht. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Wo willst du jetzt hin? Na, zu dem anderen Baum hier. Ob hier irgendwas Cooles ist. Hier ist er. Was zum Sprengen oder sowas. Nee, leider nein. Nee, oh, Tatsache. Der Mond sieht cool aus. Ich habe doch eine zweite Taschenlampe noch aufgehoben. Wo befindet sich die Taschenlampe im Inventar? Ganz links unterm Rucksack. Hinter dem Rucksack? Unter. Neben der Pistole. Links. Ah, da, Tatsache. Batterie 0. Ich lade die mal auf, aus Spaß. Nee, man sieht wirklich nicht viel mehr. Man kann weiter gucken, aber
Die Umgebung ist dadurch nicht gerade viel heller. Letztes sehe ich bei dir, sehe ich das mit der Taschenlampe, aber bei mir nicht gerade eben. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gesehen habe, aber es so, war Anker, aber alles gut eingestellt. Den Anker checken, aber da wird es nichts geben. Das ist zu flach, das Wasser. Hier waren wir sowieso schon, wir waren nur nicht im Wasser. Ein Eingang wäre ganz cool oder so, ein Höhleneingang. Aber den wird es hier nicht geben. Oh, Fischies. Oh, Ducktape. Hast du wieder da das Ducktape? Ja, es war schon wieder da das Ducktape. Ich habe eine Auster gesammelt. Cool. Es sind ganz viele Austern. Ach cool. Es wird gleich hell. Lass uns dann da gucken. Hm? Mach mal. Hab ich jetzt das Ding? So, Tauchergerät. So. Okay, so sieht man dann natürlich ein bisschen was. Ja. Es geht schon in Ordnung. Das Coole ist, ey, guck mal, der Taucheranzug, der macht auch an Land. Ach nee, das ist meine Taschenlampe. Wo hast du denn die Austern gefunden? Ah, da. Wie Steine sehen die aus, oder Wasser? So ganz komisch. Ganz krude. Ducktape, yay. Wunderbar, kann ich eine neue Bombe bauen? Eine neue Bombe. Was fehlt noch? Die Uhr, ne? Die Uhr, genau. Wo ist die Uhr? Ich habe keine Uhr mehr. Doch, habe ich. Die versteckt sich immer ein bisschen. Aber wirklich, es ist echt mager, muss ich sagen. Echt mager. Einmal Ducktape für eine ganze Bombe. Echt mager. Mich würde es ja echt wundern, wenn wir hier noch irgendwas anderes finden können. Ich habe nichts gefunden. Nichts Großartiges mehr. Gut, man sieht jetzt ein bisschen mehr, aber es ist kein Eingang oder sowas. Ne, hier vorne kommst du ja nicht so weit weg mehr dann. Da, du wirst dann regelrecht ausgebremst. Okay, ich kann keine Austern mehr tragen. Die haben genug gesammelt. Ja, Tatsache, man wird ziemlich langsam hier, ne? Ja, als wenn da so eine Strömung dagegen. Ach nee, weil deine Ausdauer alle war, meine auch gerade eben übrigens. Wenn du wieder aufgeladen bist, geht's wieder schneller weiter. Chi. Chi. Na gut. Njum. Ach, schade, ich kann hier leider nicht meine Taucherflasche wechseln. Im Wasser. Nein. Ja, ist echt schräg. Na gut, so, dann würde ich sagen, dass wir zur nächsten Folge suchen wir uns mal ein paar coole Hotspots nochmal raus und dann geht's weiter. Aber immerhin, wir haben heute unsere, naja, wir haben gestern in der Folge, nee, sogar vorgestern, in der Folge haben wir unsere Taucherausrüstung gefunden, haben hier einige interessante Spots weiter abgearbeitet und beim nächsten Mal gibt's wieder richtig dicken Progress, wie heute, ne? Meine Damen und Herren, uns hat's eine Menge Spaß gemacht, wir hoffen Ihnen auch. Und wenn dem so ist, dann würden wir uns freuen, wenn Sie dieses Video mit einem Daumen nach oben bewerten. Wiederschauen, reingehauen. Der Leo. Und die Aska. Tschüss.